Aber das fragt. Oh, das. Boah, das wirft Fragen gerade auf. Wieso? Ich habe mich zu wenig mit der Lore beschäftigt. Aber die Tatsache, dass dort das Thema ist, auch des ersten Bossgegners, des ersten richtigen Bossgegners, dass es wie Realviren gibt, die Dinge hin und, also die glitschen, die Realglitch erzeugen, ist die Frage, wie real ist das hier alles? Immerhin hat hier ein Computerprogramm uns dieses Tor eröffnet. Also wie real ist das Ganze hier? Oh, komm, ich kann ganz schauen. Ich meine, der Endboss des ersten Spiels war ja auch irgendwie nur im Kopf von irgendeinem kranken Kind oder so, ne? Ja. Sind irgendwie im Boden. Ja, die sind im Boden. Ah, das ist ja hübsch. Siren Head, komm, spiel mit mir. Oh, zwei Siren Heads. Oh Gott, das kommt was. Der was? Ach fuck, ich wollte mich gerade heilen. Gibt's doch noch? Ja, keine Ahnung. Ich hab dich gerade wieder belebt. Ja. Okay. Erster Siren Head ist down. Zweite Siren Head ist down. Da hinten liegt was Grünes. Lauf da rein. Lauf da rein. Lauf da rein. Chucky. Lauf da rein. Da hinten. Das ist eine. Ich hab ein bisschen weit geschossen. Ihr wart aber eben auch noch ein bisschen weiter hinten. Das erinnert mich ja gerade auch ein bisschen an The Evil Within 2. Okay. Hat das einer von euch beiden gespielt? The Evil Within gibt es gerade kostenlos im Epic Store. Sehr schönes Spiel. Es ist auch ein bisschen. Es ist auch so ein Action-Horror. Also, werde es nie spielen, weil ich nie kostenlos Epic Games spiele. What? Das ist wirklich gut. Nein, das ist wirklich gut. Vor allem hat es eine geile Prämisse. Ich mache es halt nicht mehr absichtlich, sondern ich komme halt nie dazu. Ja. Aber das hat trotzdem eine geile Prämisse. Kann ich nur empfehlen. Es ist ein bisschen, in meinen Augen, ein bisschen manchmal zu blutig. Oh Gott. Ah, sehe nichts. Und zu gore-lastig, aber das ist nur phasenweise. Ja, ich fand auch bei Scorn das teilweise nicht gut. Das ganze Spiel ist aber darauf aufgebaut. Das ist die ganze Prämisse von dem Spiel. Oh Gott, da kommt ein großer. Ja. Zeig mal dein Köpfchen, zeig mal dein. Oh mein Gott! Hat das im Rücken Fenster? Der macht dir das gleiche wie der erste Endboss hier gerade. Von dem Boss, ja. Meine Flasche ist voll. Wo geht's denn hier hin? Ein lila Item. Noch ein Herz. Ein verfallenes Herz. Bei Verwendung wird nach den nächsten drei gegnerischen Treffen 40 Wiederherstellung der Gesundheit über einen Zeitraum von 3 Sekunden ausgelöst. Okay. Das kannst du also machen, wenn du Schaden incoming siehst, so nach dem Prinzip. So, okay, den kriege ich jetzt eh nicht geblockt. Ja. Als ob man da Zeit für hätte. Hallo? Meldest du noch? So ein Herz nutzen dauert doch auch voll ewig. Ja, muss halt ein bisschen mehr vorhersehen, was passiert. Okay.
Also jetzt schon mal. Oh, ja, genau. Ja, guck mal. Ah! Sag, die erinnern mich auch ein bisschen an Krieg der Welten. Ja. Das ganze mechanisch. Oh mein Gott! Dinge passieren. Ja schon. Oh Gott. Und Hauptwaffe nicht mehr. Au! Oh mein Gott. Okay, okay, ich verstehe, was du tust. Ich verstehe, was du tust. Mein Freund, so nicht. Der Siren hat doch geheilt, Tom. Hat mir dann so angekratzt. Nieder mit ihm! Fällt den Baum! Und das war ja unangenehm. Jetzt hat man aber mal gesehen, was der fliegende Dude, den wir als ersten Miniboss hatten, was der konnte. Der war ganz schön tödlich. Der greift nicht häufig an, aber heftig. Ja. Und hat eine unerwartete Long Range. Naja, ist nur fair, wir haben auch eine ewig lange Range. Das stimmt. Und fair ist ja das Wichtigste in diesem Spiel. Ja. Also den Typen kann man übrigens nicht angreifen. Ja. Wenn du es probiert hast. Das würde ich nie tun. Das ist ja voll gefährlich. Wo das lila Item? Wo? Andere Seite. Komm da hin. Aber hier rum. Was meinst du, eine andere Seite? Da. Oh, hier. Da. You can see. Ah, ich sehe. Ah ja, man kommt hier hoch, glaube ich. Nee. Das hier sieht aus, okay, man war irgendwie hoch. Aber nee. Er kann seinen Arm nicht benutzen. Ja. Nee. Man da drüber springen kann? Ich glaube, das ist ja aber zu simpel, ne? Zu weit. Aber er springt auch gar nicht. Hier ist auch eine Tür, die zu ist. Ist eine Tür? Hier oben beim Checkpoint. Aber Map, von der Map aus gesehen geht es da weiter. Bei der Tür, ne? Ja, da geht's weiter. Und da geht's auch lang, wenn ich es richtig sehe. Das wirkt dann eher wie ein Rückweg, dass man den Weg hier auf, zu, also dass man da später nochmal wiederkommt. Vielleicht ist das wirklich nur ein Rundgang. Wenn ich die Map richtig deute. Man kommt wieder hoch, also das ist auf keinen Fall. Das ist auf keinen Fall ein Point of No Return. Achso, ja, dann ist das schon spottet. Ja. Die Tür scheint ein Shortcut zu sein.
Oh, hier ist ein Portal. Oh, cool. Ja, und dann geht's zurück. Okay. Viel Erfolg. Spaß und Freude. Oh Gott, Flashbacks an den ersten Boss im ersten Spiel. Oh ja. Aber da kommen nur kleine Gegner. Ist das nur eine Arena? Eine Survive All Arena? Scheint so. Aber es ist fast 1 zu 1 dieselbe Arena wie damals. Ihr schafft das. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Was genau tust du? Erkunden und Monster und Ressourcen sammeln. Sehr gut. Das ist kein Platz mehr. Mist, sie haben uns gesehen. Oh, hi. Wieder mit dem Großen. Oh, noch ein Großer. Schafft das. We have the high ground now. Ja. Davon kann ich nichts mehr tragen. Reisender. Was macht denn Reisender? Erhöht Bewegungstempo in der Umgebung. Okay. Mhm. Ach so, Vaulting. Weiter und so weiter. Was bringt das denn? Das ist ein sehr unnützes Talent, ist das? Vollkommen. Okay, weiter geht's. Tür. Ah ja, guck mal, jetzt ist der Weg offen. Das sieht doch hier so aus, okay, mal ein Item. Hier ist aber noch ein anderes lilanes Item, Stich des Fliegengewichts. Erhöht Nahkampfschaden, während der Rüstungsbelastung unter 50 liegt. Der Schadensbonus steigt mit niedriger Belastung bis auf zu 25% bei Null Gewicht. Und hier ist der Ring der Wahrscheinlichkeit. Erhöht kritischen Schaden um 30%, wow. Nämlich. Mehr Schaden ist mehr gut. Das war wirklich. Aber es ist halt ein Problem wie in allen deutschen Spielen. Es gibt viel zu viele Ausrüstungsschneide, viel zu wenig Slots. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles nehmen soll. Ja. Aber grundsätzlich ist mehr Schaden erstmal mehr gut. Glaube ich. Ja. Weil dann die Gegner weniger leben. Auf jeden Fall. Ja, ich gehe mehr auf Mod und Fähigkeiten, damit ich mehr heilen kann. Ja, macht Sinn. Das ist auch gut, ja. Ergibt Sinn. Oh, das ist noch ein lilanes Item. Lilanes. Noch ein Item. Ich mache halt mittlerweile 500 Schaden, wenn ich schön Schwachpunkt treffe. Ein Stein der kinetischen irgendwas. Kreislauf. Wirktempo von Mods und Fähigkeiten. Wird um 20% erhöht. Kannst du schneller wirken, kannst du schneller heilen. Ja. Muss auch dein Kamera am Hals lang aufladen wahrscheinlich.
Checkpoint? Ja. Du läufst doch ziemlich schon vorbei. Ja, ich wollte nur mal gucken, was dann noch so kommt. Ja. Mal haben wir unten irgendwas gesehen, da ist was Gelbes auf der Karte. Was? Was Gelbes auf der Karte? Wenn du auf dem Menü geguckt. Oh ja, das ist eine Kiste. Sollen wir dafür zurückgehen? Die ist unten in dem, ja. Da kommen wir, glaube ich, über... Ach, die Gegner sind jetzt wieder alle da unterwegs. Wahrscheinlich, ja. Ja, komm, kriegen wir Erfahrungspunkte. Damit Flummis Hund heilen kann, wiederbeleben kann. Mit meinem letzten Punkt weg. Ich kann nichts mehr tragen. Oh, mir fehlen noch 3 Level. 2,5. Eine einladende Akustik. Oh ja, Altmetall, verzinktes Eisen, Reliktstaub ist mal ganz wichtig. Kommt der denn noch her? Ey, die stupieren sich, das ist unfair. Oh, diese Geräusche machen mich langsam echt wahnsinnig. Das fräst sich gerade in meinen Verstand. Vorsicht, könnte noch mehr sein. Ich meine, meine Optik fängt an zu verschwimmen. Von dem Geräusch. Ja! Passt nicht. Okay. Wow. Oh. Von Minuto, das ist ein Soundtrack, oder? Hörst du das nicht? Nein. Ich hör's. Aber jetzt erst, wo du mich wieder drauf aufmerksam gemacht hast. Jetzt fräst sich in meinen Kopf. Oh. Meine Güte. Und hat gleich ein Level up. Sehr gut. Oh Gott, Bosskampf? Okay. Ich glaube, das ist kein Bosskampf. Check. Seine Beine. Hat keine. Braucht er nicht. Okay. Gift. Ich möchte wieder weg. Au. Au. Okay. Oh. Dankeschön. Oh Gott. Alter. Ah. Ja, nee, ist klar. Mach mal, mach mal. Ich tank ihn mal ein bisschen. Was hat er für Reichweite? Immer einmal mehr als du. Was? Wo kam der denn her? Oh Gott! Ich habe sein Angriffsmuster halt noch null verstanden. Hm. Dankeschön. Ich habe auch noch ganz unten einen Schwachschlag drin, aber. Das ist nicht gut.
Oh ne! Ich muss nicht mitgehen. Oh Gott. Immer wenn ich auf die Heilung auf Chucky ziele, stirbt er als nächstes. Guck mal. Ja, Mann, Schritt zurück, Chucky. Ja. War nicht Heilung. Mir geht langsam die Hauptmunition aus. Ja. Keinen Platz. Ja. Die gibt auch keine mehr rum, glaube ich. Nee, die muss diese Tentakel von diese Spitzen von ihm wegmachen, dann kriegst du welche. Nein! Ach, gehen Sie doch mal weg da von der Leiche. Oh, Gott. Na, und schwarz. Au. Au, okay. Danke für die Heilung. Ich habe aber gleich keine Herzen mehr. Ja, ich habe auch noch einen. Davon habe ich genug. Oh mein Gott, ich dachte, das Schwert kommt. Au. Danke für die Heilung, die war sehr wichtig. Au, Waffen. Au. Okay, wir haben wieder mal einen Gegner gefunden, der uns ordentlich zerlegt. Ja, ein bisschen. Komm. Ich krieg kein E. Oh mein Gott. Nein! Wir sollten uns auch mehr besser abfrischen, wer Abwehr aufheben geht und wer nicht. Kannst du mich in Ruhe lassen? Oh mein Au. Gott. Oh, Säulen der Freude? Ja. Oh nein, stand dran. Voll reingefolzt. Ich auch. Schaffst du das, Lomi? Du schaffst das, Lomi. Ich hätte gerne meine Kuhfähigkeit wieder, damit ich euch heilen kann. Liebe Chucky, liebe. Aua. Das ist korrekt hinter dir. Aua. Aua. Oh nee. Gut. Natürlich. Oh, das war knapp.
sollst nicht so viel aus deiner Rüstung schießen, dann. Ich schieß irgendwo hin, Hauptsache ich treffe irgendwas. Dann beschwer dich nicht, dass du keine Rüstung mehr hast. Du machst ihm genau einen Schaden gefühlt. Ich weiß nicht, wo. Wenn er dich wenn er ihn anguckt, muss man ins Herz schießen. Bisschen tricky. Ich will nicht, dass er mich anguckt. Oh Gott. Da bist du. Ah! Lebe Katar, so close. So. Nein! Nicht mehr rein. Scheiße. Oh nee! Mein Hund müsste dich hochholen, oder? Ja. Meine Tasche ist voll. Oh Gott! Der kann durch die Wand durchschlagen, ja. Die Kackbratze! Hat er mir auch schon gemacht. Okay. Liegst ja schon. Ja. Er sollte vielleicht da nicht drinstehen. Oh Gott. Nee, ist nicht die beste Idee. Alter, das ist so knapp. Ein Hit noch. Nein. Jawoll! Nichts aufheben, nichts aufheben. Achso, oh, Chucky, hast du das bekommen? Also ach, wir können das mal. Ja, wir lassen mal schnell zum Checkpoint laufen. Ich glaube, das bekommt man immer. Das bricht man. Das okay, wir dann brauchen wir nichts. Die Sachen auf dem Boden. Oh, simpel. Nein, first try. Ja, also erstmal ernsthaft. Ich habe eben mein letztes Herz benutzt, jetzt habe ich wieder auch. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder ein Herz habe, wo der das herkommt. Ja. Ich habe ständig meine Herzen verbraucht. Oh mein Gott. Oh ja, schon kommen. Das heißt Schreckenskern, das noch pochende Herz einer wahrhaft schrecklichen Kreatur. Mhm. Es zu lange zu halten, weckt das ein Gefühl von Wahnsinn in dir. Ja. Man kennt sich ja aus, Katar. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Guck mal, hier hinten hätte man auch langlaufen können. Mhm. Wo seid ihr hin? Runter? Wieder in die Basis. In die Arena. Ja, wir sind wieder in die Arena zurück. Ja, ja. Na, hinten geht's weiter. Wo ich gestorben bin. Ja, das Problem war auch, dass meine Minis am Anfang in der Erde steckten und deswegen nicht mitgekämpft haben. Ja. Wirklich. Ich musste die zwischenzeitlich töten, damit ich wieder. Noch ein Boss? Okay. Ja, Gebietwechsel, oder? Das. Stimmt, Gebietswechsel, nicht Bossgegner, stimmt. Der verdorbene Hafen. Oh, kann das Geräusch bitte aufgehen? Oh. Oh, danke. Sehr einladend. Wir sind schon beim Baum. Ja. Das sieht irgendwie nach End-End-Boss aus. Ein bisschen, ne? Wir gehen jetzt mal ins Lager zurück, oder? Ja. Ist das schon das Ende?
Das ist ein roter, rote Nebelwand. Ich weiß, was das bedeutet. Ja, und vor allem in diesem riesigen Baum. Ja. Nee. Verschwende nur nicht meine... Was hast du Was bringt das denn? Spieß 2.0. Feuert einen minderwertigen Speer ab, der sich bei Kontakt einbettet. Speere verursachen beim Aufprall 120 Schaden und spalten sich rapide innerhalb des Ziels, bis sie platzen. Aus 140 Schaden bei allen Zielen innerhalb von 3 Metern verursacht. Die in die Umgebung eingebettete Speere bleiben an Ort und Stelle für 10 Sekunden. Was? So, wie funktioniert das denn jetzt? Oh! Check. Das wirkt ein bisschen lustig. Vor allem, weil man es aufladen kann, ne? Es kann mehrere haben. Mehrere Ladungen. Hm. 2 Stück. Da steht das auf Englisch, okay. Oh mein Gott! That's funny! Das behalte ich mal. Das sieht funny aus. Passt zu meinem Outfit. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!